Ich bin seit 22 Jahren hier drinne, betreibe einen kleinen Kaffeestand. Mein Name ist Ingeborg Ruck. Ne? Ja, die nächsten Fragen wären dann gewesen. Wie war die Entwicklung in den letzten 22 Jahren? Seit wann betreiben Sie den Kaffeestand? Seit 89. Ne? Anfang 89. Da war ich gerade in Deutschland. Und ja, da boomte das Leben hier noch drin. Wir waren hier bei uns am Stand wie eine kleine Familie. Ne? Also war wirklich ganz toll. Ja, und dann irgendwann, weiß ich nicht so, brach das ab. Ne? So mit Beginn des Euro-Einführung. Ne? Die Leute hatten nicht mehr Geld, weil dann kam Hartz IV. Ne? War ein ganz schöner Umbruch. Viele sind weggezogen aus Kreuzberg, weil es nicht mehr so attraktiv hier war zu wohnen. Ja, und somit zog das auch die Halle runter. Na? Ja, dann kamen natürlich dann die großen Retter und da vorne. Na? Und die haben es dann richtig runtergezogen. Na? Sie meinen ja. Kick und Aldi. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ja. Mehr Kick und so. Und jetzt sind neue Betreiber da. Ja. Kennen Sie die neuen Betreiber und kennen Sie das Konzept? Ja. Ja, also die Betreiber kennen wir dadurch, dass wir nun also wirklich schon beharrlich seit 2 Jahren dieser Halle hinterhergelaufen sind. Und wie ihr seht, das ist der Erfolg. Na? Und so muss es weitergehen. Na? Also du glaubst, dass es ein gutes Konzept ist und dass hier wieder Leben einkehrt? Ja, glaube ich, fest dran. Das Schöne an dem Konzept ist auch, dass es halt so was Markthallenmäßiges ist. Dass die Leute sich wieder treffen, unterhalten. Weil große Konzerne wie Aldi, Pipapo, diese ganzen Center, die aufgezogen werden, davon haben wir einfach definitiv genug. Das ist anonymes Einkaufen. Und hier ist es halt einfach wieder so, man kommt in die Markthalle, man trifft seine Bekannten, man quatscht hier, da man vergisst, ach, ich wollte ja eigentlich einkaufen. So muss es sein. Das ist Markthalle. Komplettes Leben hier wieder drin, für den kompletten Kiez, für alles. Das ist das, was wir uns vorgestellt haben, was wir uns gewünscht haben und was hoffentlich auch so passiert. Und gibt es Befürchtungen, dass es vielleicht zu schickimicki sein könnte? Hatten wir auch erstmal die Angst, dass wir da auch nicht mehr so reinpassen. Und das Ganze, aber eigentlich ist die Entwicklung nicht dahin. Also es sieht erstmal nicht danach aus. Es wäre auch traurig, wenn das so also, wäre. Also schickimicki ist so viel. Ganz ehrlich. Also so wie die Heinicke-Halle soll es nicht werden? Nee, bloß nicht so steril und sowas alles. Ich meine, der Kiez da oben, der ist wunderbar. Und die Geschäfte umherum sind auch ganz toll. Und es läuft ja auch alles da. Aber die Markthalle selber ist einfach nur weiß, langweilig, lebt ja auch nicht mehr so wie vorher. Wenn man überlegt, vorher war da Knopf-Paule, der war da seit 25 Jahren. Der hat seine Knöpfe da verkauft. Alles kein Thema. Und jetzt ist der nicht mehr da. Die werden alle verdrängt. Und das ist das, was eigentlich schade ist, finde ich. So, man sollte halt auch den kleinen Leuten hier die Chance geben, wieder zu leben. So. Und ihr denkt, hier wird das umgesetzt? Ich hoffe. Wir hoffen es. Sagen wir mal so, wir hoffen es. Na, denn es hieß ja auch eigentlich immer eine Halle für alle. Und das kann es ja nicht sein, dass alle nur die Oberen damit gemeint sind, die ein gutes Einkommen haben. Also das Bildungsbürgertum. Das kann es nicht sein. Also wenn wir sagen alle, dann meine ich auch den Rentner, dann meine ich den Hartz-IV-Empfänger, dann meine ich unsere türkischen Familien, die hier noch leben. Ne? Das sind alle. Also es wäre sehr traurig, wenn es jetzt so werden würde, dass sich wirklich nur die Oberschicht hier noch die Lebensmittel leisten kann, weil ganz ehrlich, das ist ja nicht Kreuzberg.